Willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder bei No Man's Sky. Jetzt mit Update 4.0. Man sieht, hat sich das Inventar verändert. Man muss erstmal schauen, sich ein bisschen zurechtfinden, da sich auch die Bilder geändert haben. Ich habe gestern noch in der letzten Folge die Lagererweiterung dann hinbekommen. Ich habe hier 60 dabei und habe hier noch ein paar mehr hergestellt, damit wir genug haben. Jetzt werden wir die Raumstation gehen. Erstmal unser Raumschiff upgraden und dann in die Weltraumanomalie gehen. Und uns einiges für die geborgenen Daten kaufen. Die Einstellungen, die neu sind, habe ich alle so gelassen erstmal. Weil wir auf normal angefangen haben. Und ich möchte es ja nicht noch einfacher machen. Lieber alles schön erspielen. So, wir haben noch etwas zum Verkaufen. Was haben wir? Das und das. Noch brauchen wir ja gerade nichts, aber wir werden bald Kabelbäume und Mikroprozessoren brauchen. Werden wir uns aber dann gleich herstellen können. Aber wir können das Platin mal kaufen. So. Dann gehen wir jetzt rüber. Werden unser Schiff einmal erweitern. Die Lagerbehälter haben jetzt anstatt 20 Plätze 50 Plätze sogar bekommen. Und das Inventar ist jetzt auch, man kann suchen, werden einem die Sachen direkt hell angezeigt. Technologie ist jetzt automatisch alles nach oben in den Technologieslot gewandert. Und sind sogar ein paar Plätze gratis freigeschaltet worden. Haben auch noch mehr Plätze im Anzug schon vorweg. Das heißt, wir brauchen gar nicht so viele Raumstationen alles abklappern. Dann nur mal gucken. Raumschiff verbessern. Erweiterung anwenden. Können es nicht hier. Ah, doch, können wir. Oh, wir können jetzt sogar aussuchen, welches wir als nächstes haben möchten. Aber da wir eh alle benutzen. Okay, geht nicht. Was ist jetzt? Jetzt müssen wir selber. Ja, das ist ja jetzt. Dauert das ja doppelt so lange. Wir müssen selber immer den nächsten anklicken. Kaufen und dann selber zum nächsten. Immerhin können wir dann unsere Technologie gut upgraden in unserem Schiff. Und dafür jetzt ausreichend Platz. So, hier noch. Jetzt auch das Frachtabteil, dann wird wir auch viel sammeln können unterwegs. Da das ja unser erstes S-Klasse-Schiff ist, wenn wir das einmal komplett ausrüsten. Und bei den anderen, wenn wir ein neues haben, immer nur nach Bedarf. Hier passt jetzt sehr viel rein.
hat er jetzt noch nicht. Das haben wir alle, wie das aussieht. Mal gucken. Ja, haben alle. Dann können wir jetzt uns holen und einbauen. Hatten wir nicht gestern eigentlich schon eins? Dann werden wir mal gucken. Bei dem Händler eins S-Klasse. Das ist der falsche Händler. Das ist der für die Exo-Fahrzeuge. Der hier ist fürs Raumschiff. Nur Inframesser hat der. Keine Antriebe. Gut. Und wenn wir uns jetzt. Wenn wir unser Schiff finden. In die Weltraumanomalie begeben. Wir haben noch. Genug geborgene Daten schon mal mit. Müssten wir eigentlich. Relativ viel kaufen können. War das jetzt? Ah, es hat jetzt ein richtiges Eingangsportal. So. Auf dem Planeten ist unsere Basis. Wenn wir da in die Nähe hier jetzt mal die Anomalie rufen. Die soll auch etwas überarbeitet worden sein, grafisch. Werden wir uns mal angucken. Ja, neues Update, spielen gleich viel mehr Leute wieder. Unser Sprint aufgebraucht, aber dafür müssten wir auch gleich ein Upgrade kriegen können. Und wir haben ja auch eine Mission, die ja nicht funktioniert. Vielleicht klappt die diesmal. Die Weltraumanomalie untersuchen. Wir haben ja schon zweimal jeden angequatscht hier drin und da trotzdem nichts gebracht. So. Wir werden uns jetzt als erstes um das Raumschiff kümmern. So. Positronenwerfer brauchen wir. Eine gute. Gut, das haben sie nicht geändert. Nach jedem Kauf fliegt man aus. So. Positronenwerfer Upgrade. Dann Inframesser ist sehr gut, weil es immer wieder vorkommt, dass man mit dem Positronenwerfer im Weltraum auch mal auf was anderes schießt als nur auf das Schiff vor ihm. So, ein Raumschiffschild. 7% ist ja ein Witz. Teleporter, damit wir Gegenstände auf unser Schiff transferieren können, ohne direkt daneben stehen zu müssen. Obwohl die Entfernung sich nicht drastisch erhöht. Ein Konfliktscanner und ein Wirtschaftsscanner, dann sehen wir, wenn wir auf der Weltraumkarte sind, die Gegebenheiten eines neuen Systems. Habe ich das Falsche gedrückt. Dann den Deflektor. Wenn Piraten einscannen wollen und man nur gerade keine Lust hat, sie abzuschießen. Einbauen müssen wir ja eh noch nicht alles. Ganz wichtig, Impulsantrieb und Startschubdüsen.
Müssen wir die nicht immer aufladen. Notfallwarp. Unnötig, aber kann man auch mal kaufen. So, jetzt kommen wir in rote Sternsysteme. Dem kommen wir dann in grüne. Und in blaue. Somit kommen wir dann in alle Sternsysteme. Das ist doch schon mal gut. Startschubdüsen weniger. Kosten ist immer gut. Und wieder Aufladung. Das ist sehr gut. Dann müssen wir einen Treibstoff weniger mit uns rumschleppen. Impulsantriebe. So, jetzt müssen wir noch einmal gucken, aber das müsste es gewesen sein. Ja, wir haben jetzt alles, was wir benötigen, freigeschaltet. Gut. Wenn wir uns jetzt hier 525 haben wir mit. Mal sehen, wie lange das reicht. Mal alles freischalten hier. Kann man seine Basis wenigstens individualisieren etwas. Die Eco holen wir nicht, sondern erst noch die ganzen Bauelemente. Und müssen mal sehen, hier die Lagerwälder. Werden wir jetzt durch das Update lagern können ohne Ende. Es lohnt sich jetzt richtig, die hinzustellen. Das ist Dekokram. Ein paar Dächer. Noch haben wir genug. So. Die sind ja auch nicht teuer. Das Herstellen kostet nur Ferritstaub. Der ist sehr schnell gesammelt. Braucht man ja nur ein bisschen Steine ablasern. So. Die Wände. Wand mit Tür, Wand mit Fenster. Und Fußboden. Fußboden mit Glas. Eine Treppe, wäre sehr gut. Eine schmale Treppe. Eine kleine Bodenplatte. Und so eine verkrüppelte halbe Treppe, die ich noch nie geschafft habe, vernünftig irgendwo einzubauen. So, 388 haben wir noch dabei. Nur die hier eigentlich kaufen können. Das ist auch das billigste Material, was wir verwenden können. Ein bisschen Ferritstaub. Und für einige Teile braucht man dann noch Glas. Das können wir aber aus Silikatpulver herstellen. Und zwar beim Buddeln einfach bekommen. Aus 40 Stück kann man ein Glas herstellen. Hier haben wir Stein, Steinwände, Holz. Ah, ein schönes Glasholzdach. Ah, vergessen den oberen zu kaufen. So. Dann braucht man auch nicht immer so viele Lampen einbauen. Wenn man ein bisschen Glas verwendet oder hier so offene Aufbauten, dann ist durch das Tageslicht schon gut hell. So, hier haben wir das gleiche nochmal. Zwar aus Kohlenstoff anstatt Ferritstaub. Können wir mal alles mitnehmen. Wichtig sind die Glaswände. Damit man schöne Wand bauen kann. Die hier. Davon werden wir dann später, wenn wir uns mal eine Basis bauen, einige verwenden, machen wir eine schöne Wand, komplett aus Glas vielleicht. Müssen wir dann mal sehen,
wie es sich ergibt. Vielleicht sollten wir erstmal die teuren Sachen kaufen, die wir noch nicht haben. Statt nur Wände. So. Das zum Beispiel. Pflanzbehälter, großen Pflanzbehälter. Verschiedenen Pflanzen. Können wir die anbauen. Wir müssen die auch nicht ernten. Es sieht einfach schöner aus, wenn man irgendwo Pflanzen hinstellen kann. Stellt mal ein paar Pflanzkübel hin oder so. Später im Frachter kann man die zum Beispiel auch anbauen, die Pflanzen, wenn man möchte. Dann bräuchte man nicht mehr auf seine Basis am Boden. Aber wenig am Boden ist schon irgendwie schöner. Der hier ist sehr gut. Den kann man auch überall platzieren. Der gibt einem immer Kohlenstoff oder Sauerstoff. Bin gerade nicht sicher. Kann man aufstellen und alle paar Stunden ernten. Auch Strom. Sehr gut. Braucht man nicht so viel sammeln gehen. Bewegungs- also Annäherungsschalter. Dann könnten wir über unsere Teleporter hängen. Dann verbrauchen die nur Strom, wenn wir uns in der Nähe befinden. Wenn wir gerade nicht da sind auf der Basis, gehen die aus und verbrauchen somit dann auch keinen Strom. Das spart dann gut. So, hier sind ein paar Lampen. Falls wir es nicht hell genug kriegen in der Basis. Einige davon benötigen Strom extra, andere wiederum nicht. Und da muss man ja auch je nach Raum oder Gestaltung, was man machen möchte, so eine Auswahl sollte man schon haben. Die farbigen Anleuchten hier sind zum Beispiel sehr gut. Kann man seine Bereiche ein bisschen abstecken in unterschiedlichen Farben. Ist wieder nur Deko. Erstmal die wichtigen Sachen kaufen. Wie ein Stuhl. Oder ein Chefsessel. Das sieht aus wie ein Friseurstuhl. Ein Bett, in dem man nicht liegen kann. Ein Stuhl, in dem man nicht sitzen kann. Ein Tisch. Ein eckiger Tisch. Ein länglicher Tisch. Teppich. Ein bisschen Deko, die aussieht, als würden wir auch im Weltraum leben. So. Das können wir ja mal mitnehmen. Ventilator, der eh nicht funktioniert. Abidinfelder. Alles, was so ein bisschen technisch aussieht. Deko, Deko. Und da Wassergebäude. So weit waren wir ja noch nicht. Aber wir können die ja schon mal für später freischalten. So. Die ganzen Exo-Fahrzeuge könnte man sich auch erspielen. Dauert aber ewig. Also können wir sie auch kaufen. Oh, jetzt haben wir nur noch 92 Daten mit. Ja, dann holen wir uns den Nährstoffprozessor. Die Lichtbox. Ein Lichtfußboden. Jetzt die Frage. Was holen wir uns? Der könnte Sauerstoff erzeugen, nur minimal. Eine Bergbaueinheit, die ewig dauert. Den Aussehensmodifikator. Dann können wir uns überall unser Aussehen umgestalten. Die hier sind gut, wenn man anderen Spielern Nachricht hinterlassen will auf irgendeinem Planeten. So. Was haben wir noch? Die hier, die eckigen. So, müssten wir alle? Ja, kriegen wir alle. So, jetzt sind wir einmal durch.
Wichtigste haben wir erstmal. Und wir haben echt viel zu wenig Daten hergestellt. Ich habe gedacht, das reicht etwas. Komposter, Zündkerze, also ein bisschen Deko. Kostet ein. Dann nehmen wir das hier nochmal. Wird man wahrscheinlich nie benutzen. Vielleicht nur eins, aber dann hat man es. Außerdem sieht das industriell gut aus. Ein Raum, Fabrikgebäude machen oder so. So. Großer Reif. Nehmen wir die Leiter und kaufen uns die Barrikade. Baustellenwände. Oh. Ja, Was war denn da? Deko. Noch Deko. Noch mehr Deko. Ein paar Poster. Wandmotive. Ja. Und die nur beiden Sachen. So. Die anderen 28 werden wir jetzt auch noch rausgeben, damit wir die Dinger nicht mit uns rumschleppen müssen. Aber vielleicht heben wir lieber 15 auf wieder, damit wir uns eventuell neue herstellen können, da ich nicht weiß, ob ich noch welche im Lagerbehälter habe. So, dann behalten wir jetzt die 20. Sprich mit Nada über Artemis. Ach, jetzt funktioniert's. Hier können wir noch ein Upgrade kaufen. Für was? Ah. Technologie oder lieber? Ja. So, jetzt gucken wir uns die Exo-Anzugsachen an. Die ganzen Sachen für den Rucksack, die können wir alle brauchen. Besserer Antrieb unter Wasser. Sprungsystem. Ein bisschen Upgrades und hier noch ein S. Das hier ist neu. Das ist aus dem Update. Kann man jetzt automatisch Sachen verkaufen, ohne sich an einem Handelsterminal befinden zu müssen. Das werden wir uns auch erstmal gönnen. Ist noch fraglich, ob man das in den Anzug einbauen kann. So wie den Raffinerie. Aber bestimmt. So, die ganzen Schilde gegen Hitze, Kälte, Strahlung und Gift. So. Belüftungssystem braucht man sowieso nicht. Bisschen ärgerlich, dass man ab und zu immer wieder aus dem Menü fliegt. So,
eins noch, dann was. Kurz gucken, ja. So. Dann haben wir hier alles. Gucken wir wegen unserer Waffe. Unser Multitool. So. Verbesserter Minenlaser. 50% mehr Ressourcen. Das ist sehr gut. So, hier ist auch gut der Streublaster, aber nur mit sehr viel S-Erweiterungen. Ja, kann man ja. Bisschen Platz haben wir ja im Multitool. Und wenn holen wir uns bei Gelegenheit mal ein anderes. Also ein zweites. So. Und hier sind jetzt die Rezepte. Damit wir die Teile auch alle einbauen können. Und nicht immer hoffen müssen, eine Raumstation zu finden. Können wir am besten alle freischalten. So. Und wenn wir als nächstes Sturmkristalle finden, haben wir auch super Warpzellen. Das hier ist eigentlich nur nötig, wenn man es herstellen möchte. Am Anfang brauchen tun wir davon. Aber nichts. So. Exofahrzeuge brauchen wir gar nicht. Jetzt werden wir mit Nada sprechen und hoffen, dass die Mission dann damit auch endlich funktioniert hat. Zwei. Hat die Mission jetzt funktioniert? Falsche Taste. Was zum Henker ist jetzt kaputt? Da. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Atlas-Mission bekommen. Aber das hier. Der ins All zurück. Ah, okay. Also es scheint jetzt endlich funktioniert zu haben. Dann werden wir jetzt noch, wenn wir schon hier sind, uns von meinem Hauptspielstand auch hier die Sachen freischalten. Braucht man sowieso eigentlich nie, aber falls wir sie doch mal irgendwo benutzen möchten. Da wir sie ja freigeschaltet haben, ist das ja eigentlich wild. Können wir es auch einfach in unser Baumenü mit aufnehmen. Dass ja alles Dekoration ist. Die Sachen hier sind für Begleitertiere. Die drei eben. Pflanzen. Oh, das ist ja schick. Hier haben wir Regenbogen, Raumschiffspuren,
Was wir unser Jetpack eigentlich auch haben. Kommen wir bestimmt noch hin. Die Atlas-Figur und diese Figuren kann man herstellen und dann an einen Raumschiffplatz packen. Dann taucht die im Inneren des Raumschiffs als kleine Minifigur auf. Dafür, dass nur Figuren fürs Raumschiff Innere sind, sind die ganz schön teuer. 3000 kosten die, glaube ich. So, ein leeres Ei haben wir ja geschenkt bekommen. Diese dämlichen Köpfe habe ich mir nicht freigeschaltet, weil ich finde die echt hässlich. Und ich will ja nicht so aussehen wie einer, der existiert. Also verstecke ich lieber mein Gesicht unter einem Helm. Sehr viele Sachen. Das Aquarium, das kann man super in die Mitte seiner Basis stellen, zum Beispiel. Hier vielleicht für einen Schreibtisch, so einen Jäger. Als Eingangsbereich ein paar Bäume. Man kann die schon gut verwenden. Hier haben wir einen sehr schicken Helm, wie ich finde. Ein Blob. Wie viele waren das? Und die hier passt gut in die Stadtmitte. In sehr groß. So. Damit haben wir alle. Das einzige Problem ist, die haben jetzt automatisches Speichern eingeführt. Womit einige Herstellungssachen nicht mehr so gut funktionieren. Aber ich speichere lieber trotzdem so. Jetzt müssen wir in den Weltraum fliegen, damit wir die Mission endlich abgeschlossen haben. Gucken, kriegen wir die so? Oder müssen wir... Ah ja, wir bekommen die so. Da haben wir jetzt endlich die nächste Artemis-Mission. Hat die jetzt endlich funktioniert, die Mission. Ist doch schön. Dann zeigt er wenigstens die nächste Mission dann auch an. Und wir haben jetzt die Atlas-Mission bekommen. Dadurch fliegen wir viel von System zu System. Da kamen gerade Schiffe. Ja. Eins hässlicher als das andere. Ja. So. Basis. Computer will jetzt was von uns. Werden wir uns nochmal angucken. Und die Überarbeitung hier ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man hat jetzt echt sehr übersichtlich alles. Bisschen noch irritierend, dass die Bilder sich geändert haben. Nein. Oh. Oh Gott, wo sind wir denn? Er sollte doch dahin fliegen.
Werden wir jetzt noch gucken, ob wir die Upgrades auch alle bauen können. Bin nicht in Fußbahn geflogen, das ist auch schon mal gut. So. Einmal zum Basiscomputer. Da. So. Es war Eindringling. Also bei Keen. Jetzt kriegen wir wieder irgendeinen Plunder. Wer weiß. So. Haben wir noch jetzt... Ja, wir haben noch geborgene Daten. Das ist kein Problem. Das sind die Lagerweiterung fürs Raumschiff. Die kommen rein. Haben wir ein paar. Müsste... Ich habe durchgerechnet, müsste eigentlich... Genau für neun Raumschiffe reichen. So. Hier war ein Inframesser-Modul. Was ist das hier? Navigations. So. Quantencomputer brauchen wir bestimmt gleich. Kabelbaum bestimmt auch. So brauchen wir mal gar nicht. Paraffinum auch noch nicht. So. Das können wir einfach verkaufen. Lebenserhaltungs sollten wir mal lieber dabei haben. So. Die Wasserstoff kommt dann wieder ins Raumschiff. War das so? Sieht besser aus. Also. Das ist jetzt das Raumschiff, da kommt das die Wasserstoff hin. Diese Sachen sollte man immer im Raumschiff haben. Eigentlich hier noch Silber und das Platin später lieber im Frachter, aber so geht ja auch erstmal. Werden wir das erstmal dahin. Yes. Und Natriumnitrat haben wir ja natürlich nicht. Wir haben uns ein bisschen Natrium. Auch nicht. Ah, hier ist Kupfer drin. Ja. So. So. 50 brauchen wir. Machen wir mal kurz. Das kann auch nebenbei laufen. So. Wir haben doch hier ein Laser-Upgrade bekommen. Das hier. Wir haben jetzt schon keine Kabelbäume mehr. Ein Quantencomputer, drei Solarspiegel. Quantencomputer. So. So. Was fehlt noch? Eine Antimaterie. So. Immerhin haben wir jetzt den Quantencomputer. So. So. Silber müssen wir uns im All besorgen. Haben wir noch etwas hergestellt? Ja, wir haben noch. Ein Streublaster. So. Ein Resonator brauchen wir dafür. Da haben wir auch schon einen. Da
hat mein entzündetes Auge doch gerade was gesehen. Wir haben gar nicht so viel Kobalt. So. Hier 200, das reicht ja erstmal. Wir nehmen erstmal das raus, dann das. Hätte das mit der Reihenfolge hinbekommen. 1777, eine Schnapszahl. So. Warum haben wir das jetzt hergestellt? Ah, dafür. So. Jetzt. So. Auf den Dreck kommt dahin. Jetzt dahin. So. So. So, dann passen da immer die Upgrades drum. Ah. Wirtschaftsscanner. Konfliktscanner. So, 2S-Upgrades. Dahin. Und hier noch. Dahin. 320 Platin kostet das. Das machen wir erstmal noch nicht. Viel zu teuer. So. Hier haben wir die Düsen. Dann haben wir noch einen Düsen. Startschubdüsen. Und so, hier haben wir dann 1, 2, 3. Dann machen wir hier einen Impulsantrieb. Noch einen Impulsantrieb. 100, das geht ja schon mal. Noch ein Impulsantrieb-Update hatten wir. Ja, da. Warum ist das so teuer? Da brauchen wir jetzt sogar den Warpkern für. Wir noch einen. Einen hatten wir nicht. Bekommen jetzt die Hyperantriebe, damit wir auch überall hinkommen. Und zwar dann dahin. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist weniger Platz. Ah nein. Mein Fehler, die haben ja Fracht und den normalen zusammengelegt. Weil wir können 3 S-Klasse-Module jeweils in Technologie packen und auch noch 3 S-Klasse-Upgrades dann hier rein wieder. Dann passt das mit dem Platz wieder. Weil wir unsere Waffe ja auch noch bauen müssen. Werden wir jetzt auch erstmal 2, 3, so. Bin wir nicht mehr. Oha. Müssen wir jetzt doch mit dem Platz haushalten. Kann man nicht mehr wie früher 6 S-Klasse Upgrades. 3 in Technologie und 3 in normalen Lager. Waren nur noch 3. Okay. Ich werde mich zur Raumstation begeben und sehr viele Kabelbäume kaufen. Hoffen, dass das vom Geld her reicht. Und dann werden wir... Ja, genau, wir haben... dasselbe Problem. Hier im Anzug. Ah, geil. Das brauchen wir gar nicht. Hier haben wir jetzt auch weniger Platz. Uiuiui. Müssen wir ja erstmal das da hinschieben.
Das kommt dahin. Muss das darüber? Der dahin. So. Kristallsoufflit finden wir natürlich nur. Kommt erstmal weg. Unter Wasser. Ah. Wasserdüsen. Bewegungs-Upgrade. Ich muss das hier alles noch irgendwie verschieben. Ach, Scheiße. Kann ich nicht verschieben, weil es nicht gebaut ist. Wir müssen uns unbedingt die Plätze sichern. Hier alle freischalten. Weil so haben wir nur einige Upgrades. Was will der eigentlich schon wieder von uns, was wir bauen? Munition, warum? Was will der von uns? Ist ja nicht so, dass sie ins Multitool kommt. Was zum... Lade mit R nach. Stelle sie mit einem weiteren bestehenden Stapel. Ah, super. Oh, Inframesser haben wir noch. Zwar, ja. Hierfür. Da soll man denn jetzt seine Waffen einbauen? Eieiei. Naja, das müssen wir noch herausfinden. So. Auf jeden Fall müssen wir uns erstmal die Plätze hier noch alle freischalten. Gut. Einmal speichern. So. Jetzt will der Basiscomputer schon wieder was von uns. Wir waren doch hier eben erst. Ja, genau. Das war wieder dabei, Keen. Oh. Wir haben Naniten erhalten, warum auch immer. Okay, gut. Ich werde mich, wie gesagt, zur Raumstation begeben und erstmal Kabelbäume holen und das hier erstmal alles so weit wie möglich installieren. Schon wieder leer. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da werden wir dann noch ein paar Missionen machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen möchtet, gerne abonnieren und liken. Bis zum nächsten Mal.